Avos, Efas, Svistrg. Sind das die Zauberwörter, die das Problem lösen, an dem bisher alle gescheitert sind? Ist das die Zauberformel, welche die Kostenexplosion im Schweizer Gesundheitswesen stoppt? Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Schweizer Gesundheitswesen ist ein heißes Pflaster. Man bekommt viel, aber man bezahlt immer mehr dafür. Kein Land der Welt außer den USA gibt mehr Geld für Gesundheit aus als die Schweiz. Und manch einer stöhnt über die Krankenkassenkosten, die sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht haben. Unser Gesundheitswesen muss reformiert werden, da sind sich alle einig. Aber die magische Lösung des einen Akteurs scheint dem anderen Akteur oft als fauler Zauber. Das digitale HSK-Forum, das Sie sich gerade anschauen, hat ein hohes Ziel. Unter dem Jahresthema ambulante Versorgung, Kostenbremse oder Kostenfalle wollen wir mit führenden Köpfen aus verschiedenen Ecken des Gesundheitswesens herausmeißeln, wie sich unser Gesundheitssystem verbessern ließe, welches uns so lieb und teuer ist. Avos, Efas, Svistrg. Wer kennt die Parole gegen den Fluch der Gesundheitskostenexplosion? Hier ist mein Gast aus dem Lager der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Ich begrüße Regierungsrat Urs Martin, der uns im Regierungsgebäude in Frauenfeld Gastrecht gewählt. Guten Nachmittag. Herr Regierungsrat, so als oberster Gesundheitshüter im Kanton Thurgau, ist es im Moment lustig, Politik zu machen? Es ist nicht lustig, es ist spannend und es ist intensiv, weil Covid mich wie alle meine Kollegen in den anderen Kantonen ziemlich fordert. Und parallel dazu bin ich ja nicht nur Gesundheitsdirektor, auch Finanzdirektor und das macht es dann noch ein wenig spannender. Genau, also Ihr Titel tönt ja, wie wenn Sie fast alles machen müssen in dieser Regierung, Vorsteher des Departements. Nein, ich habe schon noch Kolleginnen und einen Kollegen. Aber Sie machen Finanzen und Soziales, ein ziemlich breites Dossier. Ja, das ist so, aber es ist auch spannend. Und die Gesundheit war natürlich momentweise wahrscheinlich ziemlich dominant in den letzten Monaten. Ist sie es noch immer. Und nicht nur wegen Covid, sondern auch wegen regulären Themen, die ja auch noch sind. Genau. Und ein ganz großes Thema, das die Schweizer Gesundheitspolitik seit Jahren umtreibt, ist die Kostenexplosion. Und eines der Zauberwörter, das ich jetzt Ihnen vorlegen möchte, ist AFOS ambulant. Vor stationär soll man die Patienten und Patientinnen behandeln. Teilen Sie diese Devise? Also vielleicht zunächst einmal ist die Frage, ob wir wirklich eine Kostenexplosion haben, weil eine Explosion, da geht man davon aus, dass etwas Puff macht und dann ein großes Problem besteht. Über die Jahre hinweg sind wir relativ konstant mit dem Wirtschaftswachstum bei den Kosten, also insofern meine ich, ist Explosion das falsche Wort, insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass man gleichzeitig noch eine Bevölkerungsentwicklung, Zuwanderung, Bevölkerungsanstieg hat, muss okay, man es ein wenig in Relation sehen. Journalistisch überdramatisiert, aber 4% über viele Jahre, sagt man trotzdem, und es hat auch Ineffizienzverluste drin, da sind sich doch alle einig. Da sind sich alle einig, sobald es aber darum geht, zu lokalisieren, wo die sind, dann sitzen die Leute in den Schützengräben und sind dann sehr verharrend in den Positionen und schießen auf alles, was reformiert werden könnte. Und wenn jetzt einer aus dem Schützengraben ruft oder aufs Schlachtfeld ruft, AFOS macht mehr ambulant, weniger stationär, hat er recht oder nicht? Hat recht, ja. Aber es ist nicht nur eine Frage, wo es gemacht wird, sondern auch in welcher Anzahl. Also es braucht auch, also einerseits ist es gut, wenn etwas, das ambulant gemacht werden kann, ambulant gemacht wird, ja. Aber es kommt auch auf die Indikationsqualität an. Also Dinge, die unnötig sind, sind auch unnötig, wenn sie ambulant gemacht werden. Es ist ja so, dass der Bundesrat jetzt eine Liste definiert hat, 6 Interventionen. Ich erinnere mich nur noch, dass der Leistenbruch drauf ist und gewisse Augenoperationen. Die müssen jetzt ambulant gemacht werden, dürfen nicht mehr stationär im Spital gemacht werden. Das finden Sie richtig? Das ist richtig, dass es gibt immer noch Ausnahmebestimmungen, beispielsweise bei sehr alten, polymorbiden Leuten, die ja kein soziales Umfeld haben. Aber ja, das ist richtig. Das ist ein richtiger Schritt, ja. Aber das Problem ist eigentlich, dass der Bundesrat mit einer Liste gekommen ist,
und jetzt das per Order de Mufti vorschreibt, anstelle dessen, dass man gesagt hätte, für diese und diese Indikationen werden jetzt vertraglich Pauschalen vereinbart. Dann wäre das umgehend geswitcht und es wäre auf partnerschaftlicher Lösung ohne regulativ passiert, das wäre viel besser gewesen. Auf Covid kommen wir ohnehin noch zu sprechen. Aber hat man nicht mit der Krise jetzt gelernt, manchmal ist es gut, wenn es einen Chef gibt und wenn der halt auch in Bern sitzt, manchmal bringt es doch was, dass mal irgendwer eine Vorgabe macht. Bei Covid ja, bei gesundheitspolitischen Revisionen, da braucht es schon eine gewisse Akzeptanz und da darf der Bund insbesondere die Kantone nicht vergessen. Und das ist wichtig, dass die Kantone mit an Bord genommen werden. Ah, da spielen Sie mir einen Ball zu, perfekt, für mein nächstes Zauberwort, EFAS. Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen. Weil da ist die Sache verzerrt, weil bei den Stationären zahlen die Kantone mehr, bei den Ambulanten müsst ihr gar nichts bezahlen. Und da sagen alle, außer den Kantonen, so geht das nicht, wir wollen das einheitlich machen. Und ich kann Ihnen sagen, meine drei anderen Gesprächspartner und Partnerinnen, die haben mit dem Finger auf Sie bzw. auf die Kantone gezeigt und sagen, wir hätten etwas schon lang, wenn sich nicht die Kantone sperren würden. Warum sperren sie sich so mühsam? Es ist immer relativ einfach, den schwarzen Peter auf andere zu zeigen. Das ist ja seit Einführung des Krankenversicherungsgesetzes gang und gäbe im schweizerischen Gesundheitswesen. Ich finde das Prinzip von EFAS sehr begrüßenswert, weil es nur logisch ist, dass Gleiches irgendwie gleich finanziert wird. Der Teufel, der liegt im Detail, nämlich darin, wie der Einbezug der Langzeitpflege geschehen soll, ob das passieren soll, ja oder nein. Und das andere Problem ist, wenn die Kantone dann im ambulanten Bereich noch Bedarfsplanung machen, dann wird das Gesundheitswesen noch mehr reglementiert. Und davor fürchte ich mich, selbst wenn ich allenfalls zusätzliche Kompetenzen erhalten würde. Aber ich glaube, es wäre einem wettbewerblichen System, das wir nach wie vor haben, abträglich, wenn die Kantone dort noch stärkere Funktionen wahrnehmen würden. Aber kommt das etwas irgendwann? Weil Sie sagen ja auch, den Grundsatz bestreiten Sie nicht. Es geht ja mit dieser Verzerrung nicht. Wann kommt es? 2024. Ah, bis da machen Sie noch, holen Sie Nein, noch mehr heraus. Nein, es braucht ja noch ein bisschen Zeit, bis okay. Das durchs Parlament. Ich glaube, das kann kommen. Ich glaube auch, es ist richtig, wenn es kommt. Aber man muss das sorgsam tun. Das bringt uns auch zur Frage, wer hat denn in diesem hochkomplexen Schweizer Gesundheitssystem die Macht? Oder am meisten Macht? Wie würden Sie die Machtposition der Kantone schildern? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, von Macht zu sprechen. Ich glaube, man muss eher von Interessen sprechen. Und es sind sehr viele verschiedene Interessen. Zum einen der Bund, welcher seit 1998 eine ambulante Qualitätssicherung durchsetzen müsste, aber das noch immer nicht gemacht hat. Zum anderen die Kantone, welche natürlich für die Spitalversorgung und die Planung in ihren Kantonen zuständig sind und Mühe haben, die Strukturen entsprechend zu bereinigen. Dazu kommen noch diverse andere Akteure, die Ärzte, die Leistungserbringer, die Versicherer, welche auch nicht immer nur effiziente Gesundheitsversorgungsinteressen haben, sondern auch ihre Verwaltungskosten möglichst rechtfertigen möchten und deshalb auch nicht nur an tiefen Prämien in deinen Interessen haben. So, als absoluter Nichtfachmann, als Laie und als Prämienzahler und als Patient in der Praxis, einfach als Mann von der Straße, denkt man vielleicht noch, die Ärzte, die man früher Götter in Weiß nannte, haben immer noch einen starken Finger am Hebel. Ist das so? Das stimmt, ja. Die sind auch sehr wichtig fürs System. Aber es beginnt zunehmend eine Diskussion darüber, was ist gesellschaftlich noch akzeptabel und was nicht. Welche Leistungen sind wünschenswert, welche nicht? Welche Löhne sind wünschenswert und welche nicht? Das ist im Gang, ja. Sie haben, und von der Logik her wohl mit einem gewissen Recht, den Begriff Kostenexplosion, exponentielle Zunahme der Gesundheitskosten in Frage gestellt. Trotzdem, wir geben im Jahr über 80 Milliarden in diesem Land aus für Gesundheit. Teilen Sie die Meinung meiner drei anderen Gesprächspartner und Partnerinnen, das muss schon noch runter. Und wenn ja, wo würden Sie denn den Hebel ansetzen? Ich glaube, es ist illusorisch, die Gesundheitskosten längerfristig senken zu lassen. Die Leute werden älter.
Jedermann möchte nicht die optimale Therapie, sondern die maximale, weil er sagt, ich bezahle einmal im Jahr die Krankenkassenprämien und das wäre wie wenn ich einmal im Jahr beim Detailhändler bezahlen würde und dann das ganze Jahr hindurch Rindsfilet esse und nicht mehr Bratwurst. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass man in der Schweiz sich gewohnt ist, ohne Wartelisten Zugang, schnellen und guten Zugang zu Behandlungen zu haben. Das ist ein riesiges Privileg, aber das kostet auch. Und deshalb ist es schwierig, da wirklich kostensenkend zu wirken, nachhaltig. Und ich glaube, es ist einfach den Leuten Sand in die Augen gestreut, wenn man meint, da wirklich längerfristig die Kosten senken zu können. Wir sollen dazu stehen und sagen, das muss es uns halt wert sein. Es ist wichtig, dass die Gesundheitskosten nicht stärker steigen als die Wirtschaft. Aber man darf auch nicht vergessen, das Gesundheitssystem ist ein riesiger Markt, ein Wachstumsmarkt. Viele Arbeitsplätze sind dort drin, es werden Steuern bezahlt etc. Also das muss man volkswirtschaftlich ebenfalls im Auge behalten. Und solange sich das bei diesen etwa 11% einpendelt, ist das nicht nachhaltig das Schlechteste, was uns passieren kann, solange die Versorgungsqualität gut ist. Das Problem ist, dass die Transparenz über die Qualität ein wenig mangelhaft ist. Hier müsste man besser werden. Sie haben es gesagt, als kantonaler Gesundheitsdirektor hat Sie Covid-19 in den letzten Monaten sehr auf Trab gehalten. Welche Lehren und Erkenntnisse muss die Schweiz aus der Corona-Krise ziehen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man kleine Brände sieht, dass man umgehend löscht und zwar mit dem großen Geschütz. Also ich gehe jeden Morgen alle 9 Fälle durch und beschließe umgehend Maßnahmen, um das im Zaum zu halten. Also man darf es nicht zu einem Flächenbrand kommen lassen, weil sonst droht ein zweiter Lockdown und das wollen wir ja verhindern. Die Covid-Zahlen wirklich mit der großen Spritze dauernd bekämpfen. Ja, immer schauen, wo hat sich die Person angesteckt, wo arbeitet sie, wer kann noch infiziert sein, müssen wir einen Laden schließen, weil alle Leute positiv sind potenziell, müssen wir einen Industriebetrieb 3-4 Tage außer Betrieb nehmen, weil dort sich alle Leute eingesteckt haben, gibt es einen Lebensmittelverarbeitungsbetrieb, wo alle irgendwie positiv sind. All diese Fragen treiben einem um, ja. Und hat Covid über das Virusproblem hinaus vielleicht irgendwelche Probleme entlarvt, an die man jetzt herangehen sollte im Gesundheitswesen? Ja, vielerorts waren die Pandemiepläne nicht richtig gemacht und das muss man jetzt an die Hand nehmen. Wir haben das bereits aufgegleist, dass wir für einen nächsten vergleichbaren Fall gerüstet sind. Andere Gesprächspartner in dieser Reihe haben mir gesagt, die Krise habe gezeigt, wir hatten zu viele Spitäler in der Schweiz. Was sagen Sie dazu? Das stimmt, aber wenn Sie dann die Leute fragen, welche, dann wird man schnell uneinig. Ich habe das Glück, in einem Kanton zu sein, wo die Spitalstrukturbereinigung in den 80er und Anfang 90er Jahren stattgefunden hat. Insofern bin ich in einer glücklichen Situation, aber wenn Sie mit meinen Kollegen in den Nachbarkantonen teilweise sprechen, dann sieht die Lage natürlich anders aus. Ich bin aber bei Ihnen, dass es schweizweit zu viele Spitäler gibt, ja. Zum Schluss, wenn Sie einen Tag lang ganz allein über die Schweizer Gesundheitspolitik herrschen könnten, was würden Sie sofort ändern? Ich würde die Vertragsfreiheit einführen. Das heißt, dass die Krankenkassen sagen können, diesen Arzt, diese Ärztin nehmen wir, bezahlen wir und die anderen nicht. Und umgekehrt. Umgekehrt heißt? Dass der Arzt sagt, mit dieser Kasse arbeite ich nicht zusammen, weil das sind die mühsamsten, die zahlen die Rechnungen nicht und die lassen die Patienten mit einem schlechten Service abspeisen. Wie stehen Sie damit da, wenn Sie in den zahlreichen Gremien, in denen Sie gewiss tagen in Gesundheitssachen, sagen, ich will die Vertragsfreiheit einführen? Ja, das ist keine mehrheitsfähige Meinung im Moment, aber Sie haben mich ja danach gefragt, was ich an einem Tag machen würde, wenn ich könnte. Und deshalb meine Antwort. Und Sie glauben, dieser Hebel würde sehr stark die Szenerie verändern? Ja, ich glaube, das würde den Fokus vermehrt auf die Qualität legen. Und mich stört es einfach, dass wir heute hervorragende Guides haben, was Restaurant- und Hotelübernachtungen anbelangt. Aber dort, wo es wirklich ans Eingemachte geht, bei den Operationen beispielsweise, da wissen wir nicht, wer ist eine Koryphäe und wer ein Kurpfuscher. Und das stört mich ein wenig. Herr Regierungsrat Martin, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Die Interviews am HSK-Forum 2020 kamen digital zu Ihnen. Corona
hat eine persönliche Begegnung diesmal verhindert. Wenn Sie wollen, sehen wir uns am nächsten Forum mit einem neuen spannenden Thema wieder und dann, wenn alles gut geht, live.